Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Story of Seasons of Wonderful Life. Ja, wir sind im neuen Jahr, wie ihr ja im letzten Part mitbekommen habt. Und wir sind alt geworden, ne? Und wir haben Frühling. Bis Frühling, das geht also auch. Ach ja, die Halskette, die haben wir ja irgendwie gekriegt. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Anbaufläche. Noch mal kurz sortieren und dann schauen wir mal, was wir anbauen. So, da. Ah, die würde ich auf jeden Fall mal anbauen. Die. Warotten? Hier so ein paar von denen. So. Ach, guck mal, reif geworden. Oh, da bin ich aber froh, dass das nicht verwelkt ist. So, dann machen wir die davon auch noch was an. Schön, schön, schön. Haben wir auch noch mal Platz. Ja, und falls da noch was nachreift, dann haben wir noch ein bisschen was auf Tasche zum Nachpflanzen. So.
Ist Kenshi zufällig nicht da? Wo ist Kenshi denn? Nee, das ist. Ist er nicht? Ach ja, da fällt mir ein, wir haben ja ein Chicken einer Ente verkauft. Ich bräuchte jetzt allerdings ein befruchtetes Ei. Aber irgendwie wollen die gerade nicht. Ist noch nicht gemolken? Oh, wie peinlich. Naja, ist ja nicht so wild. Ach, super, ein Ei. Ja, da ist der erste Frühlingstag schon fast wieder vorbei. Kann sein, dass ich während der Aufnahme heute nochmal an die Tür muss, weil ich erwarte heute noch ein Paket. Das soll bis 20 Uhr geliefert werden. Natürlich ist es noch nicht da. Ich hoffe nur, dass sie es wirklich heute liefern. Das ist nämlich wichtig. Da ist was drin für einen Kollegen, der übermorgen ausscheidet und ich habe das letzte Woche bestellt. Sollte eigentlich heute kommen. Naja, wir werden sehen. Mein Schluckproblem ist immer noch, also ein bisschen. Ich fühle mich auch etwas schlapp. Ich habe heute auch schon, was in den 2 Stunden geschlafen nach der Arbeit. Ging mir nicht so gut. Fühle mich halt auch etwas energielos. Werde den Part heute auch in Grenzen halten. So viel gibt es ja auch nicht zu sehen. Oh, zumindest glaube ich nicht, dass da jetzt groß viel passiert. Nee, hier? Ja. Einmal sortieren bitte, danke. Ach ja, wir haben mal gar nicht geguckt, wie sich Kenshis Entwicklung. Boah, akademisch ist fast voll. Pflanzenanbau, Kunst, Tierhaltung ein bisschen, Athletik ein bisschen. Musik ist dort am schlechten entwickelsten, aber ich würde sagen, Kunst belegt noch vor Tierhaltung und Pflanzenanbau ist an zweiter Stelle. Aber leider nicht das Beste. Hallo, geh am besten schnell nach Hause. Dein Mann macht sich Sorgen. Sonst noch Sorgen. Die Silvesterparty war toll. Was wohl im neuen Jahr passieren wird? Oh, vielleicht sollte ich mir etwas vornehmen. Oh, kein Plan. Vermutlich mit Kenshi ausgehen.
Ach, guck mal, der ist auch alt geworden. Und faltig. Und Nami sieht immer noch sexy aus. Hat ein paar Augenfältchen, aber das ist auch schon alles. Rock, was mit dir? Ja, du hast dich auch noch ziemlich gut gehalten. Was denn eigentlich mit ihm hier? Der ist aber wahrscheinlich nicht da. Nee, der ist. Oh, der ist auch grau geworden. Scheiße. Ist ja irre. Das ist Kenji. Guck mal, Kenji. Katas Halskette sollen alle möglichen verschiedenen Bedeutungen haben. Hört sich für mich erfunden an. Wenn ich wieder ans Essen auf der Silvesterparty denke, bekomme ich nachts kein Auge zu. Es war sowas von gut. Aber was soll ich denn mit Gustava? Bist du alt geworden? Nee, ne? Nicht wirklich. Der hat keine grauen Strähnen. Der hat keine Falten. Zumindest keine, die ich jetzt sehen würde. Nicht mal der Bart ist gewachsen. Meine Fresse. Weiß ich ja, was mich im anderen Spielstand erwartet, wo ich ihn heirate. Er wird schön und konserviert und ich alt und grau. Nur Spaß. So, ich muss die Bäume hier ein bisschen gießen. So, ja, puh. Also die Kette habe ich ihm gezeigt, bewirkt null, nada, nix. Morgen, Engelchen, heute könnte das Wetter nicht besser sein. Hättest du vielleicht Lust, mit mir spazieren zu gehen? Ist ja wie beim ersten Date nach dem Heiratsantrag. Ach, guck mal. Der ist auch grau geworden. Eine schöne Ecke und so entspannt. Ich weiß, dass meine Bitte vorhin ziemlich plötzlich kam. Ich habe dir doch hoffentlich keinen Schrecken eingejagt, oder? Ah, es gab keinen besonderen Anlass. Ich verbringe auf diese Art und Weise einfach nur gern Zeit mit dir. Hat es dir gefallen, heute mit mir spazieren zu gehen, Engelchen? Das war ein tolles Date. Das war ein bisschen. Ein Date? Ja, doch. Das war eins, oder? Es war. Ich hatte viel Spaß. Was hältst du davon, noch ein Stückchen weiterzugehen? Göttinnenquelle oder so?
dass ich noch ein paar Samen habe. Oh, da sind noch ein paar Äpfel und so reif. Hier drüben auch was reif? Nö. Doch. Hier. Herbst ist Frühling. Wie ist eigentlich mit meiner Essenssättigung? Ist gut. Sechs. Zwei Wunder fehlen noch. Zwei Wunder. Und ich glaube, ein Wunder ist, wenn wir das nächste Jahr erreichen. Hola. Mal gucken. Im ersten Frühling war, glaube ich, nichts am Brett, oder? Oder ich habe es vergessen. Sandwich. Die sind nur ein bisschen grauer geworden.
Ja. Du bist so ein Assi. Gewonnen. Ich habe das Gefühl, dass Charlie im Alter gewitzter wird. Früher war er einfacher zu besiegen. Na, setze dich hin. Ja. Ist mir schon klar, warum du der zweitbeste Pyrotechniker bist. Was nicht heißen soll, dass du ein Arsch bist oder so. Nee. Nur dein Denken ist nicht ganz so weit wie das von deinem Bruder. Ich will raus. Danke. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen angeln.
Oh, ich finde ja viel cooler, wenn sie diese, naja, Goldmähne würde ich jetzt nicht sagen, dieses weiße, gemauschelte, sieht doch geil aus. Pui, du bist auch kein Stück älter, nicht eine graue Strähne. Das liegt nur daran, weil du immer draußen bist. Penner werden nicht alt. Es fehlen immer noch Rezepte. Verflucht. Obwohl, es soll auch einige Rezepte geben, die man durch Quests kriegt. Naja, ich meine, die kriegt man ja auch von den Zwergen. Zwergen, sag ich schon. Ich meine natürlich den Erntewichteln. So, nächsten Tag kommen wir. Ich muss mir noch einen Namen für die letzte Ziege einfallen lassen. Ist doch nicht mal dein Ei gewesen. Nicht, dass nicht genug Gras da wäre, ne? Aber ich mag das ganz gerne, schön flächendeckend.
Hey Engelchen, mir ist bewusst geworden, wie lange wir eigentlich schon hier leben. Das eigentliche Leben der Natur anzupassen, ist bestimmt gut für die Gesundheit. Ich bin so fit wie eh und je. Morgen, Mama. S Ziegenmilch. Das heißt, Abis gibt jetzt auch Essmilch.
Ja, Ziege. Ach, du Schreckname. Dann muss ich mal in mein Buch gucken, was da noch offen war. An Namen. Ah, ich glaube, den habe ich noch nicht. Nö. Kuina. Rein und dann wieder alle raus. Du bist die Neue. Du sollst ja noch sehr alt werden, alter Mann. Mm-hmm.
Ja, dann der dritte Frühling schon fast wieder erledigt. März sieht auch geil aus, ne? Da ist auch noch nicht richtig grau. Der hat zwar schon ein paar Strähnchen, aber nichts Weltbewegendes. Nun, die ersten Kühe können wieder gemolken werden. Sieht da unten, da ist schon wieder die Ziege drin. So, mal gucken, ob ich jetzt um 8 Uhr aufstehe. Wie 20 Uhr? Ich wollte eigentlich nächsten Morgen 20 Uhr. Also kann man auch tagsüber dann mit Weckerzeit wegmachen. Ah, hier sehe ich doch wieder was Reifes. Und die sind auch reif.
Ich habe ja noch die Wolle von gestern im Inventar, oder war das von heute? Können wir mal wieder ausgraben gehen, vielleicht kriegen wir was Neues. Na, Kater, hast du endlich aufgehört, deine Haare zu färben? Die Ausgrabungsstätte ist auch wieder größer geworden, ne? Ich glaube, noch größer wird die nicht. Das müsste jetzt die Maximalgröße sein, denke ich. Hoffe ich. Was Goldenes, was Goldenes. Der Fisch, ich dachte schon was Neues, aber nee, bei Gold sind wir ja durch. Würde mich jetzt sehr überraschen, wenn ich jetzt noch was Neues, Goldenes entdecken würde. Ich glaube, der Teddy ist jetzt das Letzte gewesen. Was Komisches und eine Erz. Was Komisches und Erz. Ich weiß gar nicht, was noch. Eigentlich schade, dass man die nicht irgendwie auch ins Haus stellen kann oder so. Da kriegt man ja nur irgendwie die Axt, die Flaschenpost und das Schwert. Keine Ahnung, wieso die das so eingefügt haben. Ob das irgendeine Andeutung auf ein anderes Spiel sein soll oder. Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Ah ja, ein Fossil. Ein Erz, was Komisches und ein Fossil fehlen, glaube ich, noch. Ich bin heute so K.O.
Da wollte ich mir eigentlich noch einen Bollywood-Film angucken. Ich bin zu faul, die DVD rauszusuchen. Das könnte eine Krone sein. Habe ich ja gesagt. Eine Krone. Oh, merkwürdiges. Das ist was Neues, was Neues, was Neues. Lass mich doch das so auf der Ecke ausgraben. Verdammt mich. Weil er ausgerechnet dann da langlatschen muss. Aber immerhin, wir haben das letzte merkwürdige Teil ausgebuddelt. Steinrad, ein runder, glatter Stein mit einem Loch. Den wird Van dir glatt abkaufen. Wieso sammle ich eigentlich noch Blumen ein? Gewohnheit, reine Gewohnheit. Einrichtung ist ja nichts mehr, ne? Hof besitzt bereits alle Einrichtungen. Na, war klar. Donald behalten wir. Sabo auch. Ja.
Wieder so immer am Pennen. Aber solange sie Eier legt. Oh, ich hab bisschen Butter und Käse. Einmal Glanzsalat. Thank you.
Ah, oh, mal wieder den Look ändern. Ah. Ja, wie gesagt, an der Haarfarbe kann man nichts mehr machen. Ich glaube, das macht sie jünger. Alles noch gegossen. Sieht so aus. Ich guck mal in die Enzyklopädie. Archäologische Funde. Ja, zwei fehlen noch. Okay. Ein Fossil und ein Erz, würde ich sagen. Ja. Oh, wir haben den 5. Frühling. Wir haben vielleicht Quests. Nein. Haben wir nicht, na toll. Ach Heidi, ich finde deine Frisur super. So, was habe ich gesagt? Wir brauchen noch Erze. Und Fossile. Erz und Fossil. Thank you.
Angeln, ausgraben, kann man seine Zeit totschlagen. Na, da habe ich ja schon alle Fische. Andererseits, was sollte ich machen, wenn ich hier nicht Ausgrabungsstätte. Mehr zu tun hätte. Ich meine, klar, ich habe nur Rezepte, die fehlen. Insgesamt muss ich 100 Aufträge abarbeiten, wo 4 pro Jahreszeit kommen. Einmal Anfang, einmal Mitte, eigentlich. Fossil und Erz, Fossil und Erz. Schon wieder so spät. Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen. Die Zeit rennt davon und die Jahre fliegen nur so vorbei.
lass mal ein bisschen aufräumen. Ist noch nicht 8 gewesen, ne? Pina, Shazza, Abyss, Vivi, Shira, Yogi, Flauschi, Hanko, Kaya, Okta, Tashigi, Big Mom, Uta, Nico Robin und Nochiko. Heidi ist die Einzige, die aus der Reihe fällt mit ihrem Namen, aber das ist mir egal. So. Dann erstellen wir einmal einen Tagebucheintrag. Und ja. Ist noch nicht ganz 1,5 Stunden. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, mir geht's nicht so gut. Ich mache heute erstmal wieder Feierabend. Ich hoffe, der Part war für euch anschaulich und unterhaltsam. Wenn nicht, naja, ich kann es nicht ändern. Ist halt langweilig, die letzten 2 Jahre wird nur so vor sich hingedaddelt. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Mal sehen, ob wir dann wieder in der Ausgrabungsstätte was Neues finden. Diesmal haben wir ja das Rad erfunden. Alles klar, bis zum nächsten Mal, eure Tita Kenshi. Tschüss.